Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Montagmorgen. Einen wunderschönen. So, wir haben ja gestern hier ein bisschen eine Desilage, oder die Mais-Silage, in den Fermenter drüber gepackt. Da werden wir heute auch weitermachen, aber zum Ende hin ist ja der 6M hier nochmal fertig geworden mit dem Düngen. Und da werde ich jetzt gleich mal schnell weitermachen. Nur, ich glaube, ich war vorher nochmal schnell ein bisschen Dünger auffüllen, denn wir haben hier noch 671 Liter drin und das ist jetzt auch nicht mehr so viel. Aber bei. Ich glaube, es könnte sogar für unsere Wiesen noch reichen. Oh Gott. Ich glaube, es könnte sogar noch reichen. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Dann sehen wir es ja, ob es funktioniert. Aber wir brauchen eigentlich nicht viel Dünger. Also, ich glaube, ich bin gut, dass es funktioniert. Dann machen wir das einmal an hier. Düngen funktioniert auch. Soweit, wunderbar. Und wird also schon ein bisschen nachgewachsen. Gut. Naja, das passt. Wenn meine Stimme ein bisschen im Arsch sein sollte, tut es mir leid, aber wir haben gerade vier Gemeinderatenfolgen für die nächste. Oh, sorry. Für die nächste Woche aufgenommen. Das heißt, Gemeinderat ist für die kommende Woche gesichert. Ja, ich glaube, die Umwelt sieht das nicht so gerne, wenn wir hier ein bisschen Dünger in das Wasser mit reinstreuen. Aber gut, da wachsen die Fische. Wenn hier welche drin sein sollten. So, zack, machen wir den wieder hier an. Das schaffen wir mit einer Bahn, perfekt. Passt. Dann fahren wir mal hier entlang. Ich muss da mal gucken, weil wenn wir jetzt mit dem 6N gedüngt haben, was gibt's denn dann noch zu machen? Also für mich ja klar, Silage schippen, aber für feldertechnisch oder wiesentechnisch muss ich mal gucken, was da noch zu machen gibt. Aber ich bin der Meinung, war es nicht so, dass irgendwelche Felder gekalkt werden müssen? Also Wiesen ja auch, aber die kann ich nicht. Ich habe schon mal ausprobiert in einem der vergangenen Folgen, ich glaube, was kann Last Folge 30 gewesen sein oder irgendwas um den Dreh. Und ja, das funktioniert aus irgendeinem Grund, den ich nicht weiß, funktioniert das nie. Wobei, das könnte vielleicht doch funktionieren. Es kann nur gewesen sein, dass weil die Wiese schon reif. Oh, 66%. Oh, das geht auch voran. Das geht gut voran, muss ich sagen. So. Aber man sieht, es geht schon wieder in Richtung Nacht. In Richtung Dämmerung. Also es wird dunkler. Aber es kommt demnächst wieder Sonne raus. Sehen wir rechts oben. Und das passt dann. Der Spitzel, den ich gar nicht mehr ganz mitnehmen können. Gut. Wenn wir so hinnehmen. Aber so penibel bin ich jetzt auch nicht. Okay, gut. Das ist noch normal, dass er sagt, ja, ich bin voll. Ich habe jetzt nur gerade schon wieder gedacht, dass wir irgendwie gecrashed sind und wieder irgendwie zusammenhängen und das ist dann nicht ganz so optimal. Passt. Oh, jetzt gar nicht zu viel stark geholpert, das passt auch. Wir schaffen es sogar noch mit den Rest, die 6%, mit den 600 Liter, die wir drin hatten, die ganzen Wiesen hier zu düngen. Das, ja, okay, es sind jetzt keine großen Wiesen. Aber ein bisschen was ist doch, ne? Drehen. Oh, ich sehe nichts. So. Passt. Ich bin ein bisschen zu weit rüber gefahren. Aber geht noch. Da vorne, okay. Ein bisschen bei Nachbarswiese mit drüber gedüngt, das muss er uns aber zahlen. Also das muss er uns, oder, ach nee, komm. Jetzt machen wir kostenlos für unseren Kollegen, dafür sind wir ja vielleicht das ein oder andere Mal kurz bei ihm reingefahren. Das heißt, wir haben ein bisschen was von seiner Wiese gedüngt. An den Stellen, wo wir mal reingefahren sind. Werden wahrscheinlich nicht die Stellen gewesen sein, aber pssst. All gut. Das hat er nicht mehr gekriegt. So. Und passt, somit haben wir unsere Wiesen auch alle
bedingt. Oder haben wir. Ich bin jetzt gerade am Nachdenken. Haben wir die. Ich weiß jetzt nicht, welche ist es, die 82? Ich glaube schon. Also die nehmen wir, der 77 hier. Jetzt, ach doch, ich glaube, die haben wir als erstes gedüngt, oder? Ich muss kurz nachgucken. Warte, gib mir eine Sekunde. Okay, die sind alle gedüngt, das passt, das ist wunderbar. Dann fahren wir jetzt gleich mal zum Händler rüber und lassen uns unser Düngerstreu wieder vollfüllen. Wir haben jetzt 2%. Kommen wir zukünftig nicht allzu weit. Wo ist der Fendt eigentlich? Ist der im Abladen gewesen oder so weiter? Kartoffelernter wartet immer noch auf den Abfahrer. Ah, der war im Abladen, der fährt 43, 47 Grad. Okay. Der Herr, das tut mir jetzt leid. Aber sie waren da leicht im Weg gestanden. Oh, die Schweinchen müssen wir uns dann auch noch kümmern. Hätte ich fast vergessen. Das müssen wir dann auch noch machen. Gut, dass mir nochmal eingefallen ist. Das wäre schon so ein bisschen nicht ganz so schön geworden, weil die haben, glaube ich, nicht mehr so viel zum Fressen. Passt, da füllen wir einmal bitte voll. Dankeschön. War auch noch ein bisschen. Dann gucken wir ganz kurz. Warte. Ah ja, genau. Der ist wieder da. Okay, dein Abfahrer kommt gleich. Bis der voll ist, können wir hier. Nee, warte mal. Okay, der ist schon über 90%. Das passt. 3000 Alter. Dünger wird aber auch immer teurer. Aber mit dem Gewicht geht's. Da ist er vorne noch nicht ganz zu leicht. Weil wir werden vorher den Düngersteuer reinstellen und danach das Gewicht absinken. Bremsen, zack. Also da vorne ein bisschen zu schwer. Alter, der muss bei uns ganz schön leiden, der Arme. Zack, passt. Und dann können wir den zurück in die Halle stellen. Nee, vorher kriegt er mal die Wäsche. Der sieht ja aus, du. Nee. Das geht so nicht. Wir müssen unsere Maschine hier auch pflegen. Überhaupt bei der Arbeit, was er gerade gemacht hat, hat er sich eine Reinigung mit dem Kercher wohl verdient. Ja. Da glänzen die Michelin-Reifen auch wieder unter der Stau. Passt. Oh, da war noch der Rückwärtsgang drin. So. War schon der Doktor auch schon da. Ich glaube, der wartet auch auf sein Fresschen. Aufs Abendessen. Ich weiß nicht, kann man auch schon Abendessen sagen? Nee, ich glaube, das ist ein kleiner Snack, wenn dann. Ah, der Düngerstreu hält auch. Ja, okay, gut. Den reinigen wir beim nächsten Mal. Das passt auch noch. Da steht das Examen davor. Das heißt, es sieht keiner. So, mit, ja, Kalk. Ist noch relativ über drinnen, weil wir müssen jetzt kurz gucken gehen, welche Felder/Wiesen den Kalk benötigen. Da gucken wir kurz nach. Oh nein, das Unkraut. Oh nein. Da warten wir mal noch kurz. Also, feldertechnisch brauchen es keine, aber die 82, die 40 und die 31. Gut. Das heißt, da fahren wir jetzt gleich mal runter, dann mache ich aber den CP-Kurs. Weil sonst bin ich heute noch eine ganze Folge lang nur am Kalk ausbringen und das will ich dann doch auch nicht machen. Ich aber muss ja noch spritzen auch. Ja, aber der Kalk wird wahrscheinlich. Alle Wiesen werden wir damit nicht durchbringen, oder? Ja, könnte knapp werden. So, wir gucken jetzt erstmal, ob es denn jetzt überhaupt geht. Ich war der Meinung, beim letzten Mal war ja da das schon reif. Und es ist deswegen nicht gegangen, aber diesmal funktioniert es gut. Dann lag es daran. Wir machen hier einen CP-Kurs. Kursgenerierung. Feld Nummer 82. Da haben wir 82 Vorgewände. Rundherum. Ah ne. Doch, einmal Vorgewände machen, das passt, das reicht. Generiert Feldrangkurs. Ja. Das müsste eigentlich funktionieren. So, wünsche ich dir viel Spaß. Und hau nicht. Nein. Stopp. Also der war auf ersten Wegpunkt angestellt. Gut.
Kann man ihm nicht verübeln. So, der erste Wegpunkt, der ist da vorne. Fahr dahin bitte. Ja, macht er. Was macht er denn? Also ich weiß nicht, aber. Kollege. Oh Gott. Achso, war ich. Oh, so hat er nicht gebremst. Ach lol. Er geht so rum. Ja. Gut. Können wir auch machen. Habe ich jetzt gerade erst gemerkt. Lass man halt so fahren. So, der wollte wahrscheinlich eher, egal. Der wollte es so machen, aber ich habe ihn nicht gelassen. Gut. 10 km/h nur? Ah, haben wir gedacht. So passt, der macht das. Ja. Haben wir ihn diesmal an. Nimm ihn aus. Ah. Da kommen wir mal ganz kurz mit, Kollege. Du stehst da minimal im Weg. Ja. Ja, komm noch ein bisschen, Ja, so. Fein. Fein. Ja, das passt. Der hat auch nicht mehr viel. Es geht gut voran mit denen hier auf jeden Fall. Ne, warte, wir müssen kurz Karte gucken. Wir müssen spritzen. Es geht nicht drum rum, wir müssen los. Motor an. Und umleuchten an. Es ist ein Notfall. Es ist Unfall auf dem Feld. Das geht so nicht. Stopp. Kannst du das nichts vergessen. Schritte, komm her. Oh, ich kann ihm. Sorry, ich kann dir kein Futter geben. Ich. Weiß nicht, ja. Da rennt er weg. Jetzt ist er beleidigt. Mann, ich kann auch nichts dafür. Ich habe kein Geld, um dir Futter zu kaufen. Ja gut, wir haben 53.000. Aber Hundefutter ist nicht mehr billig. Nein, nein. Ja. Direkt Karma kassiert, wir haben Schröder nicht gefüttert. So, hoch hier. Ach, da ist noch gar nichts gewachsen, bis auf Unkraut. Ich glaube, wir müssen uns eigentlich nur die Mitte reinstellen und nachher. Oder? Nee. Ein kleiner, ganz klitzekleiner Streifen bleibt stehen. Schade, schade. Weil der Fendt ist so leise, den hört man von der Kameraposition kaum. So angemacht. Dann fahren wir mal längs. Ja, ganzen kleiner Streifen bleibt da links stehen. Oh nein, meine Pedale sind weggerutscht. Warte. So. Passt. Einlenken. Ja. Oh, knapp, aber ging. Da kommt ein Baum, Ja. Das war nicht perfekt, aber ging. Gut. Bisschen weiter rüber, schon sonst noch was stehen. Okay, geht. Da drüben fährt der Johnny, da sieht man ihn. Zwischen den Bäumen. So, passt. Fahren wir schnell rüber auf die nächste Wiese. 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 Feld. Ja, ja, ich weiß, dass ich keinen Zugang zu dem Land habe, aber jetzt ist auf meinem Acker. Wahrscheinlich ein bisschen vorspulen müssen, weil da noch nicht überall Unkraut ist, sondern nur hier vorne. Ich hau die Zeit mal ein bisschen hoch. Ja. Es geht voran. Ich glaube, es ist überall Unkraut drauf, oder? Ja. Sieht so aus. Also wir können die Zeit wieder auf 0 machen. Ja, das sieht gut aus. Ja, die
Birke. Nicht gut, nicht gut. Okay, passt. Ah. Schade. Ging ganz schnell genug. Jetzt ist aber. Ist es. Ne, es wird nicht. Bisschen mehr als in der Bar. Ist sich das nicht mal ausgegangen? Ah, ne, es ging sich damals, glaube ich, schon nicht aus, ne? Ne. Der Streifen ist damals auch schon stehen geblieben. Aber ich habe jetzt mal den Tempomat hier rein. Ja, ein bisschen wieder noch. So, jetzt passt. Wie schnell kann man mit der Spitze eigentlich fahren? Da. 12 km/h, okay. Dachte mir, glaube ich, kriegen wir ein bisschen schneller, aber nö, anscheinend doch nicht. Gut. Auch nicht schlimm, auch nicht schlimm. Wie macht's denn der Johnny eigentlich seine Arbeit? Ja, das passt. Die Ecke hier, ne, die hätte jetzt auch nicht so penibel sauber gemacht. Im Ganzen macht es gut. So. Warte mal, ein bisschen mal stehen lassen, ein paar Pflänzchen. Aber die Blübchen, die können meinetwegen aufgehen, haben die Bienen auch was, ne? Oh, der Weg wird auch gleich mitgedüngt. Kann man auch machen. Warte mal, können wir kurz einen Test machen? Und zwar, wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter rüber fahre, wird das andere dann mitgespritzt. Oh, das wird sogar mitgespritzt. Ha, guckst dir an. Machen wir beim Nachbar sogar ein bisschen Arbeit mit. Oh, das streift aber ein bisschen, ja. Streift ein bisschen drüber, ne? So, passt. Dann haben wir hier gleich unsere Felder auch alle gespritzt. Das heißt, wenn wir dann unsere Arbeiten so mit abgeschlossen haben, dann können wir vorspulen. Aber wir müssen natürlich vorher noch die BGA voll machen. Und eben auch noch die Schweine. Schweine, ganz wichtig. So, mit Spritze sind wir fertig. Ich werde die Glamour nochmal schnell zum Händler rüberfallen und die nochmal voll auffüllen. Damit wir die für den nächsten Einsatz direkt wieder voll dastehen haben. Dann kann ich ihn runterrollen lassen, passt. Ja, hier haben wir die Zapfsäule für Flüssigdünger. So. Also wir sind noch dreiviertel voll, aber die paar Prozent. Ah, jetzt hat. Das dauert ein bisschen länger, da tappen wir ganz kurz weiter zum hierher. Ah, jetzt habe ich den Kurs nicht gespeichert. Ah, egal. Oh, ganz minimal weiße Reifen haben wir. Nicht stark, aber ganz minimal weiß. Oh, das sieht schön aus. Schön, schön. Oh, jetzt wird nur eher weiß. Was braucht denn dann noch Kalten? 77? Nö, aber die 40 und die 31. Okay, gut. Ich glaube, irgendwie so das Gefühl. Ja, doch, wir sind jetzt bei 19 Minuten. Ich glaube, wir kommen schon nochmal zum Verladen. Der Silage. Aber ich werde da auch offline ein bisschen weiter arbeiten. Weil. Ja, das werde ich jetzt schnell selber kalten, weil das ist so klein. Ich glaube, da muss ich wirklich sagen, lohnt sich. Mit CP-Kurs nicht. Also das war für das Spritzmittel. Einlenken. Oh, ging. Passt. Gleich hier rüber.
Oh. Ich hab gerade jetzt gerade gemacht, läuft von mir. Zeig mir, schmeißen das Teil wieder an. Den kalten hier auch nochmal längs. Ah, der wird auch gleich alles sein. Fahren wir nochmal schnell auffüllen, machen den Rest. Nee, weil wir haben jetzt hier noch 1200 Liter drin. Für die Wiese wird das nicht mehr ganz reichen. Mit Dünger würde man auf jeden Fall easy noch klarkommen, aber Kalk geht schneller weg. Ah, hier, wir sehen es. So. Dann haben wir ein bisschen Innensicht hier fahren, weil kann sie ungefähr abschätzen. 200. Liter haben wir noch drin. 170, 50, 40, 30, 0. Gut, dann nehmen wir zusammenklappen, holen eine neue Ladung. Und dann kalken wir das nochmal schnell, ist selber fertig, weil viel Arbeit ist es jetzt doch nicht. Ich dachte, es ist ein bisschen mehr, aber nee. Da war eine Person. Gut, jetzt nicht mehr. Okay, so verladen, vor die Silage kommen wir heute nicht mehr. Aber ich glaube, das wäre für euch auch relativ langweilig. In der morgigen Folge werde ich, also ich werde jetzt gucken, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dass ich dann ein bisschen noch was mache. Ansonsten. Oh, da steht vielleicht schon was drum. Und vorhin. So, können wir da entlang. Ja, passt. Muran. Das war nicht so gewollt. Sowas gewollt, genau. Schön vorbeifahren, passt perfekt. Vorne kommt ein Zaun, aber da sind wir auch souverän vorbeigekommen. Die Sprit, nee, die Spritze braucht nicht waschen, die ist relativ sauber geblieben eigentlich. Die Geräte können wir so zurückpacken. Was ist die Schröder? Ah, da oben hockt er. Hat er mich gar nicht angeguckt, wo ich reingefahren bin, Hof. Nee, nee, nee. Du kriegst morgen wieder deinen Fotokumpel. Ich weiß nicht, an was es manchmal liegt, aber ich kann manchmal füttern und manchmal nicht. I don't know. So, jetzt hat er aber. Passt. Das ist dann wohl die. Da hat der Kalk gewesen. So und so. Dreieck packen hier wieder hin. Passt. Das geht sich nicht aus. Dann fahren wir vorne vorwärts rein. Rückwärts hat das Spiel gesagt, nee, du fährst vorwärts rein. Gut, fahre ich halt vorwärts rein. Auch kein Problem. Passt. Ja, da können wir uns dann drum. Genau, wir müssen hier noch mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen weiterkommen. Wir haben jetzt 24 Minuten schon. In der Minute werden wir es wahrscheinlich ganz schaffen, ansonsten wird es ein bisschen längere Folge wieder. Aber gut. Ich glaube, oh Gott, so. Oh Gott. Also ein bisschen eine holprige Landung. Kollege. Bleib ein bisschen. So habe ich es tatsächlich nicht gewollt. In der Tasche. Das Teil da hinten schiebt aber auch ganz schön. Nee, ging es noch nicht runter, da vorne geht es rein. Oh, da hat der Johnny das Auto gleich bestiegen. Ja gut, kann er machen, ne? Kann er machen. Alter, ich stehe voll auf der Bremse, das Teil bremst mich. Junge. So passt.
Dann kann man hier wieder einschalten. Zack. Perfekt. Kalken hier nochmal längs. Und den Kalk, den wir jetzt bei haben, müsste eigentlich reichen. Also, wenn der nicht reicht, dann werde ich schon sehr erstaunt. Mal wieder an. Ja, dann haben wir da oben noch so einen klitzekleinen Streifen. Passt, Baum, geht. Zack. Haben wir angemacht hier. Sieht aus wie so eine ganz leichte, Schneebrise, wo hier liegt. Geht auch in echt tatsächlich schon wieder in Richtung Herbst, Winter zu. Da heißt für mich da wieder Skifahren, ich freue mich schon. So. Hoppala, hoppala, hoppala. Passt. So, von mir wieder drin. Braucht der Wasch? Nö, braucht nicht waschen. Sieht sauber aus, muss ein bisschen auswischen, jetzt kommen wir hier nicht so leicht rum. So, aber wir haben das Feld gekalkt und ja, 2 Minuten haben wir überzogen, das ist halt auch nicht schlimm. Aber ja, ich darf mich dann fürs Zuschauen bei euch bedanken und für die Aufmerksamkeit, denn wir sind auch für heute schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett, kostenloses Abo natürlich auch gerne. Und ich sag's zwar immer, aber es ist wirklich so, es würde mich sehr freuen und wird mir weiterhelfen. Und ja, in diesem Sinne darf ich mich fürs Zuschauen bedanken und wir sehen uns dann am Dienstag, also morgen, zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Und am Mittwoch dann zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach und Gemeinderade. Dann wünsche ich allen einen wunderschönen restlichen Dienstag, Montag. Bin leicht verwirrt. Nein, alles gut. Wunderschönen Montag und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. Das war Schröder. Ah, da guckt wieder an seine Hunde, du guckst mich nicht an. Gut, Mann. Dann ich. There ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.